Bin ich gewerblich oder bin ich ein Freiberufler? Das ist eine ganz oft gestellte Frage in meiner Beratung. Die kommt also live aus meiner Beratung. Die möchte ich heute hier im Video beantworten. Am Ende gibt es wie immer einen Tipp und einen Gutschein von mir. Bis gleich. Herzlich willkommen, Thorsten Montag vom Gründerlexikon. Heute mit dem Thema: Bin ich ein Freiberufler oder muss ich ein Gewerbe anmelden, wenn ich mich selbstständig mache? Gleich vorneweg, das ist keine Rechtsberatung, sondern wir machen hier erstmal eine Weiterbildung. Wie das bei jedem Einzelnen ist, geht mir erstmal nichts an. Das ist dann eure Entscheidung. Ihr wisst aber gleich: Daumen, Abo, Glocke, wenn ihr uns unterstützen wollt. Und jetzt starten wir los. Gewerbe oder Freiberufler? Wirklich sehr viele Leute fragen danach und zunächst einmal den Unterschied zu klären an den Rechten, beziehungsweise geht es besser an den Pflichten. Denn der Gewerbetreibende, der muss ein Gewerbe anmelden. Wie das geht, habe ich hier beschrieben. Einfach mal anschauen, ist relativ übersichtlich, auch nicht schwer. Eine Gewerbesteuer könnte unter Umständen fällig werden, muss nicht sein, kann aber sein, gibt es beim Freiberufler aber nicht. Außerdem die Gewerbeordnung. Die Gewerbeordnung ist dann für den Gewerbetreibenden zuständig und da stehen natürlich sämtliche Rechte und Pflichten niedergeschrieben, zum Beispiel eben auch die Kammermitgliedschaft, IHK, Handwerkskammer. Ich will jetzt nicht sagen Zwangsmitgliedschaft, aber ich habe einiges darüber hier in diesem Video mit einem Experten berichtet, wie man auch vielleicht da drum herum kommen kann. Guckt es euch einfach mal an. Absolute Empfehlung von mir. Ja, ansonsten, die Gewerbeordnung beschreibt alles, was der Gewerbetreibende machen muss und was er machen kann oder darf oder nicht machen muss. Den Link in der Videobeschreibung und die ist eben nur für den Gewerbetreibenden zuständig. Der Freiberufler hat so etwas gar nicht. Es sei denn, der Freiberufler ist ein Arzt, na, dann hat er auch eine Ärztekammer und muss da auch Mitglied werden. Also da gibt es schon ein paar Überschneidungen, aber die Gewerbeordnung, die ist erstmal nicht für die Freiberufler zuständig. Das ist so das Grundsätzliche. Ja, wer ist denn zuständig für den Gewerbetreibenden? Das ist die Gemeinde, also das Dorf oder die Stadt, wo der Sitz der Firma angemeldet ist. Und ja, das ist dann relativ individuell und auch persönlich. Je nachdem, kann auch jede Stadt und Gemeinde da einen unterschiedlichen Steuersatz festlegen, sodass auch die Gewerbesteuer bei den einzelnen Orten ganz unterschiedlich sein kann. Stichwort Transparenz am Wohnort. Wenn du also gewerbesteuerpflichtig bist und du bist Gewerbetreibender, dann dann liegt praktisch deine Akte beim Sachbearbeiter in deiner Gemeinde oder in deiner Stadt auf dem Tisch. Und je nachdem, wie groß die Gemeinde ist, wenn es so ein kleines Dorf ist, kennt da ja jeder jeden und dann sieht auch der Sachbearbeiter: Wie viel hast du denn verdient an Gewinn? Das wird nämlich vom Finanzamt an die Stadt gemeldet oder an die Gemeinde. Und danach wird ja dann die Gewerbesteuer ermittelt. Und das ist nicht immer so ganz schön, wenn du weißt, ach, da sitzt der Müller und Meier und der bearbeitet jetzt meine Daten und sieht, wie viel ich verdiene und was ich überhaupt mache. Das würde beim Freiberufler wegfallen. Da gibt es das nämlich nicht. Für diejenigen, die da so ein bisschen paranoid sind, das ist dann eben so, ne? Weiß dann Müller oder Meier an der Stelle. Ja, steuerlich gesehen ist der Gewerbebetrieb nur geringfügig teurer als der Freiberufler. Das liegt zum einen ja an der Gewerbesteuer, die aber auch abzugsfähig ist. Es gibt da nur eine ganz geringfügige Differenz, will ich gar nicht drauf eingehen. Das solltet ihr mit dem Steuerberater mal berechnen, wenn ihr das wollt, oder euch irgendeinen Steuerrechner suchen. Wir haben im Übrigen da auch ja Steuersoftware getestet und da musste man einmal nach dem Thema Steuerabzug oder Gewerbesteuerabzugsfähigkeit suchen. Wo liegt noch ein Unterschied? Und zwar in der nötigen Ausbildung im Studium. Die meisten Freiberufler haben ein Studium absolviert oder mussten es, um diesen Job ergreifen zu können. Das ist beim Gewerbetreibenden nicht unbedingt nötig, aber kann auch passieren. Beispiel für die Freiberufler, die findet man in wie so einer Art Katalog, in so einer Liste im Paragraph 18 Einkommenssteuergesetz, verlinke ich euch. Deswegen heißt das auch Katalogberufe. Die stehen nämlich wirklich untereinander da drin und da guckt man erstmal drauf,
ob man darunter fällt oder nicht. Dann gibt es natürlich noch Sonderfälle, die dann auch per Urteil von den Gerichten so festgelegt oder abgelehnt wurden. Und genau da haben wir einiges zusammengestellt. Das ist im Gründerlexikon natürlich Link, wie immer, in der Videobeschreibung. Im Übrigen, man hat kein Wahlrecht. Man kann sich das nicht aussuchen, wie es einem gefällt. Och, ich mache heute mal einen Freiberufler. Nein, man muss diesen Weg gehen, ins Gesetz schauen und dann gibt es ein paar Kriterien. Und wenn es so ist, ist es so. Ansonsten muss man ein Gewerbe anmelden. Das ist also kein Wahlrecht. Und der Paragraph 18 schreibt das auch vor. Die Urteile ergänzen das. Und wenn es jetzt immer noch unklar ist, ja, zur Not muss man es vom Finanzamt prüfen lassen oder eben auch beim Steuerberater mal auf den Tisch knallen. Gucken wir uns mal ein Beispiel an. Künstler, Journalisten, Erzieher, Wissenschaftler, aber auch unterrichtende Menschen, die auf Rechnungsbasis quasi sowas tun, das sind Freiberufler, die Katalogberufe. Wir gucken es uns gleich auch mal noch gesondert an. Das wäre beispielsweise der Steuerberater oder der Arzt, beratende Betriebswirte. Und jetzt, glaube ich, ist es Zeit für was Visuelles. Wir schauen uns jetzt einfach mal im Gründerlexikon die entsprechende Webseite an. Ihr seht hier schon eine Menge Fragen, habe ich zusammengetragen. Link wie immer Videobeschreibung. Ich sage das jetzt nicht mehr dazu. Und außerdem habe ich hier ein Prüfschema entwickelt, eine schöne Infografik und die gucken wir uns jetzt mal in groß an. Da geht es nämlich oben links los. Sind Sie wirtschaftlich selbstständig und erfüllen Sie Ihre Arbeiten weisungsunabhängig? Da kann man dann also erstmal so gucken, ist das so oder ist das nicht so? Und dann sieht man dann entsprechend, ist man schon mal selbstständig oder nicht? Tragen Sie das Unternehmerrisiko und die Arbeitskosten? Ja, die trage ich auch selber. Sie legen selbst Ihre Arbeitszeit und Arbeitsabläufe und Arbeitsorganisation fest. Mache ich auch als Selbstständiger. Sind Sie wissenschaftlich, künstlerisch, schriftstellerisch, erziehend oder unterrichtend tätig? Das sind eben die besagten Berufsgruppen von eben im Beispiel schon mal. Und da kann man schon mal prüfen, ist man das oder ist man es nicht und geht dann entsprechend nach rechts in den Weg oder nach unten. Wenn man es ist, naja, dann fragt man noch, erbringen Sie die Leistung persönlich? Ja. Und können Sie berufliche Qualifikationen nachweisen und verfügen über Fachkenntnisse? Und dann sind Sie eigenverantwortlich und leitend und so weiter. Und am Ende kommt man dann hier, Sie üben eine gemischte Tätigkeit aus? Ja oder nein? Nein, dann sind Sie Freiberufler. Eine gemischte Tätigkeit, man hätte eben beide Varianten. Man wäre beispielsweise Handwerker und gleichzeitig Steuerberater. Weiß nicht, ob das Sinn macht. Oder Steuerberater und verkauft nebenbei noch in Größenordnung ja, Bücher oder Software. Dann hat man beide Sachen und dann ist es eine gemischte Tätigkeit. Gehen wir mal hier wieder hoch. Das ist natürlich jetzt extrem vergrößert. Für den Fall, dass man nicht hier oben diese Standardberufe hat, also wissenschaftlich, künstlerisch und so weiter, dann gucken wir uns einfach diese erzieherischen, dann gucken wir uns die sogenannten Kataloge an. Und das ist ja auch im Gesetz so niedergeschrieben. Hier steht es zum Beispiel schwarz auf weiß, Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte, alle möglichen Ärzte quasi, Rechtsanwälte, Notare, Patentanwälte und Ingenieure, Handelschemiker, whatever, was das ist, Steuerberater, beratende Volks- und Betriebswirte. Jetzt wird es etwas runtergeschraubt, ich sage jetzt mal vom Leistungsspektrum, Heilpraktiker, Krankengymnasten, Journalisten, Bildberichterstatter, Dolmetscher, Übersetzer und so weiter. Wenn man auch das nicht ist, ja, was macht man dann? Dann gucken wir hier drüben mal. Üben Sie einen ähnlichen Beruf aus mit ähnlichen Qualifikationen wie bei diesen besagten Katalogberufen? Wenn ja, dann kann man das natürlich auch wieder in die Richtung prüfen, wie wir eben gemacht haben. Und wenn das aber auch nicht so ist, ja, dann wird es schon zappenduster. Dann steht nämlich da, Sie sind dann Gewerbetreibender. Also eigentlich hat man so im Zweifel nur die Chance, es ist ein ähnlicher Beruf. Und dann kann man auch wieder prüfen, erbringt man das persönlich, die Leistung und kann man seine Fachkenntnisse nachweisen. Beispielsweise hatten wir einen Fall, da wurde mal gefragt, ich schnitze Flöten richtig aus Edelholz
Und das kann man auch nicht irgendwie lernen, das muss man machen können, das muss man erlernen durch die Fähigkeit. Man bekommt natürlich Musik vorher gelernt und man kann die Notenleiter, man kann auch Flöte spielen und man kann auch gewisse Dinge im musikalischen Bereich lernen, aber das Schnitzen der Flöte, das kann man nicht lernen, das muss man durch Praxis ausprobieren und man muss ein super Gehör dafür haben, was man von Haus aus hat, so ein perfektes Gehör, oder man muss ganz einfach sich das antrainieren. Und dann ist die große Frage, das kommt erstmal hier nicht drin vor, dieser Katalogberuf, Instrumente herstellen, ne? Aber es ist doch ein tatsächlich ähnlicher Beruf wie ein Wissenschaftler oder ein Künstler, der mit einem Material etwas künstlerisch herstellt und dann auch noch auf einer extremen Wort oder auf einen extremen Schatz, eine Ressource zurückgreifen muss, eine Gewandtheit, die er sich beigebracht hat und auch ein Gehör, was er haben muss, sodass man am Ende sagen kann, ja, das könnte durchaus ein Freiberufler sein, aber es steht nirgends. Und an der Stelle muss man vielleicht schauen, gibt es ein Urteil darüber, hat schon mal jemand sowas Ähnliches gemacht und dann geklagt? Oder kann mir ein Steuerberater heraussuchen oder kann er der Steuerberater mir helfen, das beim Finanzamt darzulegen und zu beweisen oder die einfach davon zu überzeugen? Und wenn die eben engstirnig sind, dann bleibt einem wahrscheinlich nichts anderes übrig, als beim Finanzgericht zu klagen und zu sagen, Mensch, ich habe zwar keinen Beruf, so wie es im Gesetz steht, und ist auch nicht wirklich vergleichbar, aber es sind so extreme Fähigkeiten notwendig, sonst könnte ich ja die Instrumente gar nicht so erstellen, dass sie wirklich gut klingen, einzigartig klingen und dass ich so eine hohe Nachfrage danach habe, wie es im Moment ist. Also bitte weist ihr mir doch mal nach oder zeigt ihr mir, wie muss ich jetzt vorgehen. So müsste man dann das quasi alles einleiten. Ist ein bisschen kompliziert, aber anders geht's nicht. Und nochmal, ihr habt kein Wahlrecht. Ihr könnt es euch nicht aussuchen. Ihr könnt es nur zeigen am Gesetz oder nachweisen über die Fähigkeiten und über ein Gericht oder über ein Urteil erwirken. Und ja, nicht immer einfach und deswegen auch durchaus etwas schwieriger. Und aus dem Grund auch jetzt mein Tipp. Ich mache mich mal wieder groß. Lasst es bitte vom Steuerberater prüfen. Auch wenn es nicht immer der günstigste Weg ist, aber er hat die Urteile, er hat die Entscheidungen und heftet das dann alles ab, macht euch so eine kleine Mappe, sammelt das Ganze, bereitet das vor, um die Beweise zu sichern für euch auch und dann einfach so aus dem Bauchgefühl würde ich dann einfach eine freiberufliche Tätigkeit anmelden, wenn es vorher unklar ist und der Steuerberater auch sagt, kann ich nicht richtig sagen. Dann wartet einfach darauf, was das Finanzamt sagt. Denn die prüfen ja aufgrund des steuerlichen Erfassungsbogens, den habe ich euch ja im Video auch schon mal vorgestellt, was dann bei euch los ist. Und man wird dann sich mit euch in Verbindung setzen und dann hat man schon mal die Beweise und man hat sich damit im Vorfeld beschäftigt. Und im Zweifel wird es abgelehnt, dann kann man klagen, beziehungsweise im besten Fall sagt das Finanzamt, okay, wir sehen das ein, das ist hieb- und stichfest. Und dann ist es gut, das ist also jetzt erstmal mein Tipp und auch das Finanzamt mal was tun lassen. Was kann man zum Ende hin noch sagen? Es ist sehr individuell, es ist nicht ganz einfach. Und wenn ihr keine Ahnung davon habt, also ihr wisst tatsächlich gar nicht, was los ist, dann bitte macht es nicht selber. Geht nicht selber los, sondern sucht euch einen Steuerberater, schaut euch das Video von mir dazu an, denn da habt ihr die Recherche, das ist eine Rechtsberatung, das ist eine Haftung dabei, der muss dafür gerade stehen, was er sagt und dann passt das auch. Dann seid ihr euch auch sicher, dass es korrekt ist. Die Links natürlich in der Videobeschreibung und ganz lustig, der Steuerservice, den ich dort empfehle, da kriegt ihr noch ein kostenloses Girokonto mit dazu. Wenn ihr also unseren Kanal unterstützen wollt, dann nehmt ihr das Paket. Jo, an der Stelle bedanke ich mich ganz herzlich. Sehr spannende Frage aus meiner Beratung. Wenn du auch beraten werden möchtest, dann such dir einfach den Link in der Videobeschreibung raus. Kurze Strategieberatung, paar Fragen. Ich helfe euch dabei Schritt für Schritt. Wirklich gemeinsam werden wir einfach deine Lösung finden. Schreib deine Frage in die Kommentare und teile das Video. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Liebe Leute, bleibt gesund. Bis dahin alles Gute, euer Thorsten vom Gründerlexikon.